Da sind wir dabei. Bei Watch Dogs. Watch Dogs. Ich komme da nicht hoch. Wo komme ich denn jetzt hier rein? Was war denn das für ein Geräusch? Dieses. Das fand ich aber awkward. Egal. Liebe Community, willkommen wieder bei Watch Dogs 2. Nebenmission. Da oben wartet die nächste auf uns mit dem Elektrocar. Von ihm hier. Hey. Hey Taylor, hier ist die Batterie. Genau rechtzeitig. Wir bauen sie ein, während du dich fahrbereit machst. Dann mal los. Warum wollt ihr eine Batterie? Ich wurde doch eben schon Platz 1. Schneller kann ich nicht fahren. Wahrscheinlich mache ich jetzt richtig speedy, ne? Jetzt bin ich so out of control. Öffne das Emotes-Rad. Ah, okay. Ich hab Emotion. Ist mir gut, dass ich das jetzt erst merke, nachdem ich schon durch bin mit der Hauptstory. Naja, hätte auch noch schneller sein können, ne? So viel schneller bin ich nun auch nicht unterwegs. Bitte, Kuh, Alter. Erwischt. Kann ich die nicht ausschalten? Darf ich mein Handy benutzen? Ne, kann ich alles nicht. Unfair, ich darf nicht schummeln. Wow. Chillt mal. Wuhu, geschafft. Ciao, Leute. Ich fail gerade ein bisschen. Das hole ich nie wieder auf, ne? Das ist leider Fakt. Oh mein Gott. War das schlecht. Jetzt werde ich aber richtig letzter, oder? Naja, noch habe ich eine Runde vor mir, aber trotzdem. Ich glaube, das ist unmöglich, jetzt noch aufzuholen. Ach man, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, ne? Ach, warum fehle ich auch? Was soll denn das? Ah Mann, kann ich mir vernünftig hier runterfahren? Grrr. Da hinten sehe ich immerhin die Leute wieder. Ich bin hinter euch, Freunde. Ich sehe euch. Ich komme. Oder so. Gib Gummi. Ah Mann, dieses blöde Elektroauto. Ist eigentlich nicht das Yellow from the Egg hier. Och, jetzt rammen die mich hier auch noch weg. Die kleinen Schweinchen. Nicht letzter, Bitches. So richtig schlecht einfach. Oh, Mann. Oh, man. Guter Versuch, Marcus. Schätze, wir haben es mechanikertechnisch einfach nicht drauf. Wir werden in der Meisterschaft blamiert. Naja, wenn wir den Prozessor des Wagens tun würden, könnten wir die Leistung steigern. Mal sehen, ob ich einen Geschwindigkeitschip finden kann. Ja, alles eure Schuld. Weil ihr das natürlich alles falsch eingebaut habt, nicht weil ich so gefailt habe. Nein, eure Schuld. Nudelmaps. Da unten ganz. Aber ganz schönes Stück, ne? Ja, reisen wir da mal schnell hin. Das ist nämlich echt ein schönes Stück. Gar nicht mal so nah dran. Die Profile von anderen enthalten viele interessante Infos über ihr Leben, etwa Hobby oder Beruf. Sie zeigen sogar die derzeitige Laune der jeweiligen Person an. Na, soll die mich nicht, dann sollen die mal nicht immer so aufmucken, dann kriegen die auch keinen rechts-links vom Latz von mir. Tanzen. Was will der denn? Der kam auf einmal richtig nah dran. Beruhigen. Hey, yo, ihr müsst euch alle beruhigen. Okay, was ist denn los? Ich muss das richtige Format finden.
Schon besser. Ey, du da. Hat der gejubelt, obwohl ich in den Stinke fähre? Ich glaube, der geht jetzt beleidigt davon. Ich glaube, der geht jetzt beleidigt davon. Der arme Junge. Wie komme ich denn da oben hin? Kann ich hier ranklettern? Ja! Und jetzt die Rutsche. Pimp mein E-Card. Trophäe erhalten. Hey, na? War nie auf College. Hey, na? Ich hab den Geschwindigkeitschip. Oh ja. Bauen wir ihn sofort ein. Lieber Gott. Ja, ja. Der Herr steh mir bei. Was war denn jetzt los? Primate hat irgendwas vor. Einer ihrer Gorillas läuft gerade Amok. Lenny behauptet online, er gehört zu uns. Sie kann uns nicht einfach mit Dreck bewerfen. Versucht den Amoklauf zu stoppen. Verdien uns ein paar Pluspunkte. Was zur Hölle ist jetzt passiert? Ich höre nur auf eine Explosion. 180 Meter. Ich hab den anderen Spieler fertig gemacht mit meiner Sniper. Klingt prima. Boom, du hast mir die Augen geöffnet. Was, dass er mich töten will? Was will er denn? Ja, ist haut der ab, Mann. It's Batman. Du willst wie ich sein? Geht nicht! Penner! Ja gut, da habe ich ja dem einen geholfen, den anderen Spieler auszuschalten, erfolgreich mit der Sniper. Raus. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Dahin. Habe ich markiert? Ja, doch. Auf geht's, Leute! 3000 Meter. Haben wir wenigstens ein schönes Auto. Ey, das finde ich richtig cool, wenn zwischendrin die Sachen aufploppen, wie andere Spieler, die hier irgendwie Scheiße machen. Und man dann den anderen Spieler ausschalten muss, wie wir gerade. Das finde ich richtig cool, dass das auch einfach so existiert. Macht mir richtig Spaß dann. Ja, den haben wir ja gut mit der Sniper aber gehittet, ne? Oh, die Sniper haut richtig rein, das ist unglaublich. Würde mich öfters sein, dass mal andere Spieler hier sind, die ich dann fertig machen kann. Wobei, der eine Spieler war freundlich, der hat mir, glaube ich, geholfen, ne? Irgendwie. So. Es gab Leute, die haben gesagt, ich soll mich mal endlich umziehen. Nach 30 Folgen. Was soll ich mich denn jetzt noch umziehen, Leute? Aua. Entschuldigung. Ich hab doch meinen Twitch-Hoodie an. Habt ihr was gegen meinen Twitch-Aussehen? Hä? Hier, Rabauken. Ey, wir sind echt gut vorangekommen. Nur noch 1000 Meter, ne? Ging ja doch schneller, als ich dachte hier. Auf in die Großstadt. Ich finde das cool, dass man das alles befahren kann und so ohne Ladebalken. Schnellreisen ist natürlich Ladebildschirme, aber so... Du Dummkopf, du Dumm... Der hat mich von der Straße gedrängt, ich kann nichts dafür. Aus der Bahn.
Bam, bam, bam. Oh Gott. War gewollt. Wieder weg, ich muss hier hoch. Ist das jetzt bei einem Parkhaus? Spielt das nächste Rennen in einem Parkhaus? Wäre cool, ne? Hey, Kollege. Habt ihr eingebaut den Lex? Im letzten Rennen geht's um alles, Marcus. Lass mich nur machen. Es gibt nur ein Rennen. Du hast eine Chance, um es den großen Jungs endgültig zu zeigen. Los geht's. Es war okay. Keine Sorge, macht ihr nicht ins Hemd, Freund Sanne. Ihr habt mich, dem größten Mario Kart Spieler Deutschlands. Nein, Spaß, ich bin richtig schlecht in Mario Kart. Roboter, die Sperrgebiete bewachen, rufen Verstärkung, wenn sie dich entdecken. Danke, Spiel, für diesen Hinweis. Jetzt geht's rund. Ich bin bereit, Mann. Feuer frei! Wuhu, geschafft! Was geschafft? Du hast geschafft. Nein! Nein! Du hast es gerade mal geschafft, dein Auto zu starten, dass du losfährst, Mann. Du rubelst schon. Und dann bin ich irgendwo gegengefahren, weil ich ein Trottel bin. Bam, 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 bam. So, wir könnten jetzt noch Erster werden, weil alle hier gebündelt sind und wir langsam an die wieder rankommen. Wir dürfen nur nicht übertreiben, Leute. Oh, ihr rammt mich aber auch immer zur Seite, ihr Tordel. So, Runde 1 ist absolviert. Alle überholt, ihr Penner! Oh ne, nicht alle. Der Erste, der macht mir jetzt zu schaffen. Ah, jetzt habe ich alle. Oh Gott. Danke für den Boost, Junge. So geht das doch easy, Leute. So geht das doch easy. Ha. Diesmal hat es geklappt, dass wir wieder alle überholt haben. Mann, 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 nach dem Fail am Anfang. Aber beim letzten Rennen war der Fail echt zu krass. Und zu doof. Und zu doof vor allem. So, noch. Ich kann mehr reden. So, letzte Runde. Bloß nicht noch irgendwie einen dummen Fail machen. Aber wie ich mich kenne, kriege ich das sowieso noch hin. Nochmal irgendwie richtig irgendwo gegen. Oh Gott, das war knapp. Ich sag's euch, Leute. Fahr schneller! Ja, gleich haben wir es. Und nach oben. Die sind aber auch knapp hinter mir, ne? So weit weg sind die gar, ne? Also bloß mich nicht wieder überholen, ne? Am Ende. Ja. Oh, geschafft. Erster, ihr Penner. Wow, fahrt einfach alle in mich rein, genau. Ihr Penner. Marcus, das ist ein großer Sieg für die Underdogs, mein Freund. Ich sagte doch, Oakland kann es schaffen. Du hattest absolut recht, Marcus. Es war ein Vergnügen, mit dir zu fahren. Bis dann, Taylor. Plus 8000 Follower. Hui. Platz 1, Mann, ich bin der Beste. Oh yeah. Ach Leute, das war doch erfolgreich. Erfolgreich. Was ist das da für ein Symbol eigentlich? Irgendwas PvP-mäßiges müsste das sein. Aber wo? Über mir, unter mir. Genau hier müsste das sein. Ja, dann wohl unter mir. Komm ich irgendwo runter? Hier vielleicht? Ja gut. Oh no, oh no. Ah! Gut. Das war doof. Wie konnte es geschehen, dass ich noch runterfalle und sterbe? Ich will nochmal so eine Mission machen, wie ich da gerade gesehen habe, wo ich einen anderen Spieler irgendwas machen muss. Das ist nämlich immer ganz lustig. Wenn du parkst, kannst du dich im Wagen verstecken. Der Zack. So. Jetzt aber.
Ist das hier unten, hier drinne? Ah! Online-PvP-Kopfgeld. Spieler gefunden, Verbindung hergestellt. Neutralisieren oder sogar noch ein anderer. Einer ihrer Gorillas läuft gerade. Es wird einer angefangen. Mit Dreck bewerfen. Versuch den Amoklauf zu stoppen. Verdien uns ein paar Pluspunkte. So, fährt er weg? Kommt er hierher? Ich sehe halt den anderen Spieler gar nicht. Da hinten sehe ich ihn nur ganz knapp. Komm! Da sind die Autos immer im Weg. Das ist das Problem. Das hätte vielleicht klappen können. Hm, sollte ich mal mit dem Motorrad... Ich habe Angst, dass er mich tötet. LOL, er hat mich gewonnen, hittet. Wow. Was macht denn so viel Schaden? Könnte ich mal wieder respawnen? Kann ich das? Ach, dammit. Was macht denn so viel Schaden? Hat er dieselbe Sniper? Macht die echt one-hitted die so krass? Ja, ich hab sein Auto fast zerstört mit einem Sniper-Schuss, ne? Hätte ich doch nur richtig getroffen. Ich will nochmal probieren. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Da, 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 komm. Aua. Es war nix, Leute. So, und nochmal. Auf ein neues. So, Verbindung wird hergestellt. Was, wir sogar noch teleportiert, oder was? Halte die Augen nach hackbaren Objekten offen. Ich möchte noch einen töten, Mann. Noch einen töten. Digga. Alter, wie das immer klingt, als wenn hier die Welt untergeht. Da oben drinne? Hallo? Was zur Hölle ist hier abgegangen? Ist alles tot. Der hat ja mal richtig auf die Kacke gehauen, ne? Da ist der mit seiner Drohne, ne? Ich glaube, der hat seine Drohne rausgeholt. Das Schwein. Ja, warum bin ich jetzt in der Sicht? Ich will nicht in der Sicht sein. Kann ja auch nicht wechseln gerade, ne? Ich komme nicht mehr raus aus der Sicht. Was ist das denn? Warum kann ich so auch gar nicht snipern? Warum komme ich nicht mehr raus? Ich bin verbuggt, oder was? Nö. Komm da einfach nicht mehr raus. Ja, GG. Richtig Bock drauf. Das Ding da oben kann ich aber auch nicht kaputt machen, ne? Wow. Chill mal, Kollege. Leute, mein Handy wurde infiziert. Ah, unmöglich. Da ist Joes Sicherheitspaket drauf. Das ist definitiv möglich. Das Ding nennt sich Zombie-2-Virus. Du weißt, wer den ersten Zombie-Wurm gemacht hat, oder? Haddock. Yep. Wer ist Haddock? Eine Bay-Area-Legende. Der Typ hat Regierungsverträge mit Rüstungskonzernen geleakt, als wir noch in der Schule waren. Ich komme nicht mehr raus. Er war ein Jahrzehnt untergetaucht. Wenn er zurück ist, ich meine, wow.
Was macht der Virus? Installiert wurde er offenbar durch ein falsches CTOS-Mobil-Update. Ich sehe ein paar der Handys, die er vor meinem infiziert hat. Vielleicht finde ich die Quelle, wenn ich sie zurückverfolge. Mal sehen, ob wir rausfinden, was Haddock hier spielt. Kannst du den Wurm auf einer virtuellen Maschine isolieren? Würde ich. Gerne. Schick ihn rüber. Ganz ruhig. Kannst du irgendwer das hier bewegen? Willkommen, Freund Sahne. Halte aus. Du Penner! Ja! Ich habe wieder normale Sicht. Er ist tot. Haha. Deneutralisiert, Mann. Ein anderes Kopfgeldziel suchen. Oh yeah. Okay, wir machen gleich mit den Missionen weiter. Sonst mache ich das noch unendlich lang und dann rasten alle aus. Neutralisieren ist ja nur 500 Meter, Kappa. Oh oh. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Watch Dogs 2. Danke fürs Zusehen. Dann geht's weiter mit den Nebenmissionen. Tüdelü.